Willkommen auf Elevins Geschichten. Schön, dass ihr heute bei mir seid. Von den Sagenreisen aus Kärnten habe ich euch heute eine Geschichte vorbereitet. Der Kauz band dich fest. Es muss schon recht lange her sein, aber zugetragen hat sich's doch einmal. Sonst könnte ich euch nicht erzählen, was über den Kauz und Bergwald in Erinnerung der Leute bis heute bekannt geblieben ist. Angefangen hat es mit dem Müller von Freitenegg. Dem war der Pflug auf seinen steinigen Acker in Trümmer gegangen. Das Pflugholz war gebrochen. Er ging zum Wagen und sagte, mach mir ein neues Pflugholz für den Ackerpflug. Du kennst es ja. Der Wagner schaute von seinen Stämmen und Hölzern nach, die an der Hauswand vor der Werkstatt lehnten, aber er fand nicht, was für ein Pfluggründel notwendig war, an das die Pflugschar aus Eisen befestigt werden musste. Er sagte, hast du nicht ein Birkenstämmchen, so dick wie dein Bein über dem Knie? Das wäre das stärkste Holz für deinen Pflug. Der Müller ging heim, aber fand kein Birkenstämmchen. Da dachte er sich, im Bergwald oberhalb des Kauzes stehen Birkenstämmchen genug. Da hinauf gehe ich am Abend, wenn mich niemand sieht, und hack eine Birke um. Der Kauz hat doch Birken genug. Und überhaupt, er ist ein Fremder, kein Breitenegger. Der Kauz war ein altes, herabgekommenes Bauerngut. Auf diesen hausten zwei alte Gesellen aus dem Ungarland. Sie ließen sich selten sehen und man munkelte allerhand über die beiden. Aber etwas Genaues wusste man nicht. Als es dunkel genug war, dass der Müller von Kauz ja nicht gesehen werden konnte, ging dieser in den Bergwald hinauf und suchte nach einem Birkenstämmchen für das Flugholz aus. Er hieb es auch gleich mit der langen Astacke um, die er unter dem Mantel verborgen hatte. Er hackte die wenigen Zweige ab, kapfte den Wipfel, dann warf er sich das Stämmchen auf den Schultern und brummte zufrieden. So leicht geht das mit dem Birkenstämmchen. Was hätte ich da lange dem Kauz fragen sollen? Aber jetzt war der Mond aufgegangen, da war es doch besser, dass der Müller den Wald vom Kauz gleich verließ. Er versteckte die Hacke wieder unter dem Mantel und wollte gehen. Ja, siehst du, er konnte auf einmal nicht mehr der von der Stelle. Er zog an den Beinen, aber er stand wie in den Boden gewachsen. So viel er auch riss und zerrte, es war, als wäre an alten Gliedern auf einmal gelähmt. Das Erste, was er dachte, war, wirf das Birkenstämmchen fort. Aber auch das gelang ihm nicht. Er musste noch fest an der Schulter lassen. Nicht einmal den Kopf konnte er drehen, als er hinter sich Schritte hörte. Ach, du bist es, der Müller vom Freitenegg, redete ihn einer an. Es war der Kauz vom Bergwald. Du kannst ja sicher denken, dass der Müller sich bis in den Grund hinein schämte, weil er bei den Birkenstämmen überrascht worden war. Jetzt wollte er auch schon eine Ausrede zusammenreimen, aber der Kauz sagte nur, die Birke hätte ich dir auch geschenkt. Trag sie nur heim und komm ein anderes Mal gleich zu mir, wenn du was brauchst. Jetzt konnte der Müller auch die Beine wieder bewegen. Er stammelte noch ein paar Worte und ging nach Hause, ohne dass er nur einen Blick zurück auf den Kauz getan hätte. Daheim sagte er zu seinem Nachbar, geh ja nicht hinauf in den Bergwald, der Kauz band dich fest. Aber als der Nachbar sein Vieh auf die Alme trieb, begegnete er dem Kauz. Er ging seine Weile zusammen dahin und der Nachbar hätte gern wissen wollen, ob es stimmt, dass er der Kauz mehr konnte als nur Knödel essen. Er wusste nicht so recht, wie er Fragen anfangen sollte. Der Kauz hatte seine Gedanken schon lange durchschaut. Er tat heute aufgeräumt und redete, aber kein Wort von Festbannen und wie es zugestanden brachte. Endlich konnte der Nachbar seine Neugier nicht mehr zügeln. Er fragte,
Wie ist es mit dem Müller zugegangen, als er sich deine Birkenstämmchen holte? Der Kauz schmunzelte nur. Der Müller hätte einfach gewartet, bis ich vor ihm gestanden bin. Das sagte der Nachbar erleichtert. Aber der Müller meinte, du hast ihn zauberisch festgebannt. Das gibt's doch nicht. Der Kauz zog die Brauen ein bisschen hoch. Du bist immer ein gescheiter Nachbar. Du glaubst sowas nicht. Gerade hatten die beiden einen freien Waldschlag erreicht. Ein breiter Graben trennt den Wald von den Wiesen. In diesem Augenblick tauchte unter den Bäumchen ein starker Hirsch mit einem mächtigen Geweih auf. Er wandte sich nicht zur Flucht, als er die zwei Menschen sah. Sogar über den Graben sprang er hinweg und lief langsam auf die Wiese hinaus. Der Nachbar bemerkte, wie der Kauz den Waldhirsch scharf anschaute und nicht mehr aus den Augen ließ. Der Hirsch ging zuletzt langsam auf den Kauz zu und fünf Schritte vor ihm ließ er sich nieder mit den Vorderbeinen. Der Nachbar sah, wie der Hirsch Tränen aus den Augen tropfte. Er wurde ihm ganz unheimlich dabei und auf einmal spürte, dass er selbst nicht mehr von der Stelle konnte. Aber der Kauz tat so, als wäre alles ganz normal. Er meinte, schau dir doch den seltsamen Hirsch an, Nachbar, mir scheint gar, er kann weinen wie ein Mensch. Komm, gehen wir wieder weiter. Siehst du, beim letzten Wort konnte sich der Nachbar wieder bewegen. Der Hirsch sprang auf und jagte scheu in den Wald zurück. Der Nachbar sagte kein zweifelndes Wort mehr über das Fangen. Auch als sich der Kauz zum Sterben richten musste, geschah allerhand seltsame Dinge. Die alte Häuserin Magd, die ihm die Wirtschaft führte, kam in die Stube gelaufen. Kauz, Kauz, aus dem Felsblock, wo dein Grund einfällt, steht ein schwarzer Hund und wartet auf wen? Der Kauz sagte, dann ist Zeit. Er suchte alle Zauberbücher im Haus zusammen, zündete sie im Ofen an. Der Rauch zog ganz niedrig bis zum Felsen hin. Da war der Hund auf einmal fort. Dafür sangen die Bergwald alle Vögel wieder, die geschwiegen hatten, seit der Kauz aus dem Ungarland gekommen war. Danke, dass ihr heute bei mir wart, mir zugehört habt und so lange durchgehalten habt. Das freut mich. Wenn ihr mir eine Ehre erweisen wollt, ein Däumchen hoch oder ein Abo, würde mich sehr freuen. Ich habe noch eine Bitte an euch. Vielleicht gibt es von eurem Land eine Geschichte, was ich über Ellewins Kanal vorlesen darf. Hier ist meine E-Mail-Adresse. Schreibt mir eure Geschichte und ich werde sie bei Gelegenheit vorlesen. Danke fürs Zuhören. Tschüss!